Herzlich willkommen bei den Rechtsanwälten Knies und Albrecht. Mein Name ist Dr. Bernhard Knies. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Und heute wollen wir Ihnen etwas über die File-Sharing-Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai erzählen. Der Bundesgerichtshof hatte insgesamt über 6 Verfahren zu befinden, also 6 neue File-Sharing-Verfahren, Revisionen, die anhängig waren, ähnlich wie im letzten Jahr, wo auch gleichzeitig 6 Verfahren vom Bundesgerichtshof verhandelt worden sind. Im letzten Jahr waren aus Sicht der Abgemahnten alle 6 Verfahren verloren gegangen. In diesem Jahr sah die Quote nicht wesentlich besser aus. Es sind 5 Verfahren überwiegend zurückgewiesen worden, die sich allerdings eher um nebensächliche Themen drehten, wie zum Beispiel die Frage, wie hoch dürfen denn die Anwaltskosten bei einer File-Sharing-Abmahnung sein und wie hoch darf der Schadensersatz sein. Hierzu hatte sich ja der Bundesgerichtshof in den Entscheidungen Tauschbörse 1 bis 3 im letzten Jahr bereits sehr weit zugunsten der Rechteinhaber aus dem Fenster gelehnt und mitgeteilt, dass 2.500 Euro Schadensersatz für ein Album durchaus in Ordnung seien. Die Entscheidungen der vorliegenden Gerichte, die hier deutlich unten drunter waren und von den Rechteinhabern angegriffen worden waren, sind insofern aufgehoben worden und zurückverwiesen worden an die jeweiligen Gerichte. Interessanter für die Abgemahnten dürfte sicherlich der eine Fall sein, der nun gewonnen wurde, nämlich hier ging es um eine Frage, ob ein Anschlussinhaber verpflichtet ist, seine volljährige Nichte und den Lebensgefährten dieser Nichte zu belehren, wenn diese bei ihm zu Besuch sind. Was war hier passiert? Ja, der Anschlussinhaber und Beklagte hatte also seine Nichte eingeladen, nebst Lebensgefährten und denen, wie das so häufig üblich ist, den Zugang zum Internet gewährt. Und was in diesem Fall unstreitig war, er hatte sie auch nicht belehrt, sondern war einfach davon ausgegangen, dass diese schon keinen Unsinn machen würden. De facto hatten sie aber einen illegalen Download begangen, hatten also über das Netz, wie das so häufig ist bei ausländischen Besuchern, die die deutsche Rechtslage nicht kennen, einen Download begangen und dieser Download war protokolliert worden und hatte zu einer Abmahnung geführt. Die Frage war, muss denn jetzt der Abgemahnte für seine Nichte einstehen oder konnte er die Haftung abwälzen und sich erfolgreich verteidigen, dass er nicht Störer sei? Das Amtsgericht hatte sich auf die Seite des Abgemahnten geschlagen und hatte also festgestellt, dass den Abgemahnten keine Haftung treffe, da die Nichte und ihr Lebenspartner ja bereits volljährig waren. Es schade also nichts, wenn man sie nicht belehrt hätte. Die folgende Instanz hat dieses Urteil kassiert und den Anschlussinhaber zu Schadensersatz und Abmahnkosten verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat nun erfreulicherweise dieses Urteil aufgehoben und festgehalten und geurteilt, dass man Erwachsene zumindest aus dem engeren familiären Umkreis nicht belehren muss. Diese Entscheidung war eigentlich fast schon zu erwarten, denn in der Bärscher-Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof ja schon zu erwachsenen Familienangehörigen mitgeteilt, die müsse man nicht belehren. Nun ist also auch die Nichte und deren Lebenspartner in den Kreis derer aufgenommen worden, die man nicht belehren muss. Damit zeichnet sich deutlich eine Tendenz ab, dass man ganz generell Erwachsene wahrscheinlich nicht belehren muss. Das wäre natürlich positiv für alle, die beispielsweise eine Wohngemeinschaft haben, die vielen Fälle der Wohngemeinschaften, wo häufig nicht die Mitbewohner ganz explizit belehrt worden sind. Ja, diese Fälle wird man künftig wesentlich leichter gewinnen können. Das halten wir für eine positive Nachricht.